Hey, mein Name ist Sebastian und heute geht es um einen Parkside-Tellerschleifer. Und da hinten verbirgt sich noch mehr vom Parkside. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, ich hatte das schon in meinem 5-Minuten-Update angesprochen gehabt, dass ich mir so ein, zwei Parkside-Werkzeuge kaufen werde. Weil ihr zu Hause ganz viel Parkside habt oder beziehungsweise fast jeder hat ein Parkside-Werkzeug oder eine Maschine, kann man sagen. Ich habe mir jetzt auch ein paar besorgt, unter anderem diesen Tellerschleifer hier, den möchte ich heute mit euch so ein bisschen auspacken, so ein bisschen testen. Und hier verbirgen sich noch mehr Werkzeuge, aber das später bzw. in nachfolgenden Videos. So, dieser Tellerschleifer hier vom Parkside liegt um die 50 Euro. Ich habe im Hintergrund auch einen stehen, den habe ich für 210 Euro erworben. Ist quasi auch No-Name-Produkt jetzt nicht, aber Holzmann kennt ihr, es ist jetzt keine Oberliga, ne? Genauso wie Parkside, aber es sind immer mehr und mehr Kunden bzw. Zuschauer davon begeistert und sagen, für jeden Heimwerker ist das eigentlich ideal. Und da wir viele Heimwerker untereinander hier sind oder mir zuschauen, habe ich mir gedacht, packe ich das gute Stück mal aus und teste das mal für euch. Und das mache ich jetzt auch mal. Wie gesagt, Preis findet ihr unten nochmal verlinkt. Ist ein sehr, sehr kleines, funktionales Gerät, also sehr, sehr komfortabel. Könnt ihr überall mitnehmen. Ist halt nicht so groß und schwer wie meinen richtigen Tellerschleifer. Ich glaube, das Teil hier wiegt 2,4 Kilo. Ihr könnt da Klettscheiben von 125 mm verwenden und ein bisschen Zubehör ist auch dabei. Und das Schöne ist, was ich jetzt gesehen habe hier beim Lesen, wo ich mir das bestellt habe über Amazon, ihr könnt die Drehzahl regulieren. Hier haben wir jetzt nochmal eine Klemme mit dabei. Also hier ein Ansaugstutzen, auch ganz, ganz toll. Also hier ist wirklich an alles gedacht. Auch Schleifpapier mit schon dabei, das heißt, wir können gleich loslegen. Und hier ist das ganze Teil. Ja. Irgendwie fehlt hier schon eine Schraube. Da ist er. So sieht das Ganze jetzt ausgepackt aus. Sieht so ein bisschen aus wie Spielzeug, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt mal überlege, so für 50 Euro, ne? Also bis jetzt bin ich begeistert. Ich finde es toll. Es ist klein, es ist funktional. Also gucken wir mal, messen wir das Ganze mal ab. Also jetzt ganz, ganz grob. Ne? Auf einen Zentimeter, auf einen Millimeter kommt es nicht drauf an. 150 mm hoch, mit einer Gesamtlänge von 28 cm und eine Gesamtbreite von etwa 190 mm. Ja, Durchmesser hier 125 und der Tisch hier, den wir hier verstellen können. Das Tolle ist halt, wir haben hier ein Rädchen. Und dann können wir halt die Neigung verstellen. Finde ich ganz toll. Ist, würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Auf die Gradzahl, die jetzt hier angegeben ist. Können wir gleich mal testen, ob das stimmt. Ich glaube nicht. Also können wir gleich mal überprüfen. Der Tisch hier, der Auflagetisch, hat eine Größe von 140 mm. Und eine Breite von etwa 100 mm. Einen Anschlag haben wir jetzt hier auch, wie ihr sehen könnt. Habe ich jetzt bei meinem großen Schleifer auch gehabt. Und ich habe gleich gemerkt, Spiel. Ich glaube, das haben wir bei allen Tellerschleifer. Und ich werde jetzt mal versuchen, ganz kurz das Ganze zu kontrollieren. Und zwar mit meinem Winkelmesser hier. Oh, 90,1 Grad. Okay, jetzt bin ich echt überrascht, dass das stimmt. Jetzt probieren wir mal hier. 89,8. Na gut, also doch, das ist doch schon ziemlich genau, muss ich sagen. Bin jetzt ziemlich überrascht. So, wir werden jetzt mal, also okay, das ist jetzt dabei. Dann haben wir hier 2,4 Kilo, ist sehr, sehr leicht, kommt mir leichter vor. Ansaugstutzen hinten für unsere Absauganlage, auch ganz cool gemacht. Könnt ihr verdrehen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, den ganzen Tellerschleifer auch so hinzustellen, wenn ihr möchtet. Oder so. Je nachdem könnt ihr die Absauganlage 90 Grad neigen. Und dann haben wir noch eine Alugusszwinge dabei. Natürlich alles, ja, es ist funktioniert, aber es ist, man merkt halt, dass es recht günstig ist, dass man Material gespart hat. Aber wenn man das Ganze festzwingen kann,
dann ist das ja, dann reicht es ja aus. So, ich werde jetzt mal hier mit dazu, haben wir hier noch 6 Schleifblätter gehabt bekommen, also 150, 42 und 80er. Ich werde jetzt 150er drauf nehmen und wir werden gleich mal ein bisschen Probe schleifen. Und ja, das jetzt hier ist es ein bisschen schwierig, weil ich darf ja nicht da rankommen. Ne? Ja, wie macht man das? Ja, das ist jetzt live seid ihr quasi. Ne? So, ich werde jetzt ganz schnell mal die Bedienungsanleitung studieren. Wahrscheinlich muss man den Tisch abschrauben. Zack. Und einsatzbereit ist das kleine Teil. Ja, ihr habt gesehen, es hat so ein bisschen gedauert, aber ich mache das ja jetzt zum ersten Mal. Ja, Kabellänge sind hier 2 Meter. Stecken wir mal rein. Oh, dann geht gleich an. Hört sich sehr, sehr leise an. Natürlich schleift das Schleifpapier jetzt ein bisschen, weil ich es nicht hundertprozentig raufgeklebt habe. Das ist jetzt Stufe 3, Stufe 1, Stufe 6. Hört sich eigentlich recht gut an. Also nicht so laut wie meiner. So, und jetzt werden wir mal loslegen mit dem Schleifen. Da habe ich mir nämlich 1-2 Sachen besorgt. Mit dem Schleifer oder beziehungsweise mit dem Anschlag, da schleife ich fast so gut wie nie. Ich weiß nicht, ob ihr das verwendet. Könnt ihr mal in die Kommentare da lassen. Ich habe jetzt ein bisschen Eiche, ein bisschen Fichte und eine Multiplexplatte. Übrigens, wenn ihr noch nicht wisst, wenn ihr Multiplex braucht oder Plattenwerkstoffe, bei Plattenzuschnitt 24, das ist mein Plattenlieferant, dort bekommt ihr Plattenmaterialien. Und mit dem Gutscheincode Mr. Handwerk 5 bekommt ihr nochmal einen ordentlichen Rabatt. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung, sowie auch der Instagram-Seite und alle weiteren Infos dazu. Schaut mal rein, lohnt sich. So, jetzt fangen wir einfach mal an mit Fichte. Oder die Walze. Also funktioniert. Funktioniert, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt keine Absauganlage angeschlossen, das werde ich gleich tun. Ihr merkt aber, ich habe gerade beim Anmachen, weil ich ganz schön grob fahrlässig, ich habe hier oben angefasst und angemacht, weil man rechnet gar nicht damit, dass sich das Ganze dreht, weil es irgendwie so wie ein Spielzeug rüberkommt. Ne? Gut. Fichte kriegt ihr schon mal hin, dann wollen wir mal versuchen, ob ihr die Rundung hier hinkriegt. Bei Weichholz kann man ruhig eine hohe Stufe nehmen, glaube ich. Bei Hartholz sollte man etwas runterdrehen, ansonsten kriegt ihr Brandspuren. Aber das sieht hier schon mal ziemlich gut aus. Also wie ihr gesehen habt, für so eine Rundung braucht er schon ziemlich lange. Das Schleifbild ist ziemlich gut geworden, aber ihr merkt, ja, die Leistung lässt irgendwie nach. Nun versuchen wir mal Multiplex. Also ihr seht, er quält sich. Ich lasse das Ganze jetzt auch mal sein. Also ich habe jetzt hier, ihr könnt jetzt sehen, ich habe jetzt die halbe Rundung gemacht. Er schafft es und das Schleifbild ist auch wirklich gut. Ich denke, man muss dem ein bisschen Zeit geben. Dann kriegt er das auch hin. Zum Vergleich zeige ich euch jetzt mal meinen Tellerschleifer. Dieser hier ist, wie gesagt, von Holzmann. Hat einen 305er Durchmesser. Ist natürlich, ja, kann man nicht vergleichen. Ne? 750 Watt anstatt 140 Watt. Der wird das wahrscheinlich Probleme schaffen. Kostet aber auch das Vierfache. Ich muss das dreifach. So, geht da nicht an. Wenn wir jetzt hier eine Rundung schleifen. Also ihr seht, er frisst förmlich das Material auf und das Ergebnis ist genauso gut.
So, Tellerschleifer von Holzmann. Ein sauberes Ergebnis, ein bisschen ausgefranst, aber es liegt jetzt daran, weil ich so extrem doll gedrückt habe, um ihn zum Stehen zu bringen. Und hier haben wir Parkside für 50 Euro in etwa. 200 Euro gegen 50 Euro. Beide Ergebnisse lassen sich oder können sich sehen lassen. Jetzt habe ich das Ganze mal an den Tisch festgeschraubt, den Tisch geneigt und jetzt werde ich mal ein bisschen Eiche schleifen und gleichzeitig mal die Drehzahl ändern. War ich halt ein bisschen schlapp gemacht, also ihr könnt damit ja phasen, aber also für Massivholz ist das Ganze nichts. Also ja, es funktioniert, aber ob ihr damit effizient und schnell arbeitet, ist die andere Sache. Ne? Natürlich habt ihr gesehen, dass der hier mehr Wumms hat, aber bei, muss ich mal ablesen, jetzt bei 57 Watt gegen 140 Watt, ja auch kein Wunder. Ich muss sagen, 50 Euro, Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich top, das Ganze tut es, also macht, was es verspricht. Er könnte ein bisschen mehr Leistung haben, dann wäre wahrscheinlich das ganze Gerät noch ein bisschen schwerer. Ich denke, für einen Heimwerker, der eine kleine Werkstatt hat, reicht das vollkommen aus, wenn man mal so eine Latte für so einen Gartenstuhl beispielsweise, der jetzt hier unten steht, mal abfasen möchte oder abrunden möchte, kann man das Ganze verwenden. Aber jetzt für den Profi-Heimwerker zu Hause ist das Ganze, glaube ich, nichts. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du das Ganze auch zu Hause und bist wirklich happy damit. Kannst du es weiterempfehlen? Ich kann ja jetzt diesen hier, ne? Ja, es ist schwer. Aber für einen Einsteiger für 50 Euro ist das, glaube ich, erschwinglich und wie gesagt, erfüllt seinen Zweck. Vor allem die Absauger funktioniert ganz, ganz gut. Also ja, also es gibt nichts zu meckern, bis auf die Leistung. Die könnte ein bisschen mehr sein, sagen wir mal so. Und was mir natürlich sehr gut gefallen hat, ist, dass wir zwei Optionen haben. Wir können ihn auch hinstellen und waagerecht benutzen. Das ist natürlich toll und er ist ja sehr funktional, beziehungsweise nimmt nicht viel Platz weg. Ne? So, was machen wir mit dem schönen Stück? Verlosen? Ich weiß nicht so recht. Wenn ihr den gebrauchen könntet, dann schreibt es mal bitte als Kommentar hin. Das ist jetzt hier keine Verlosung im 5-Minuten-Update. Immer zum 1.10., also immer zum 1. des Monats. Da werde ich den Kleinen hier verlosen. Und beziehungsweise, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr sagt, nee, behalt, möchten wir nicht haben, dann lasse ich es sein. Also ich gucke jetzt, also ich filter mir jetzt die Kommentare raus, wie viele Jungs da oder Mädels da Interesse haben, dann werde ich das Ganze verlosen. Ich habe noch ein, zwei andere Sachen mir besorgt, unter anderem ein Schärfgerät von der Firma Parkside, dann, was war da noch dabei, ein multifunktionales Tool, damit könnt ihr sägen, bohren, schleifen, also alles irgendwie für 140 Euro, das werde ich auch nochmal testen. Und ja, wenn ihr irgendwie Anregungen habt zum Test, wenn ihr Ideen habt, was ich mit reinnehmen soll, dann sagt es, lasst es auch als Kommentar da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao. So, und damit jetzt? Bleibst erstmal hier stehen, mein Kleiner.